Das hier ist vielleicht auch ganz nützlich. Vorwiegend für solche Privatfilmer wie mich. Aber vielleicht auch für Fotografen. Vielleicht auch für die Profi-Fotografen. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, was die dann dazu sagen. Für mich reicht es ganz gut aus. So, was ist das jetzt hier? Das ist ein REMF-Charger. Mit 42 Zellen. A 1,7 Amperestunden, also die zwei hier vorne, das sind meine Opferzellen mit 1500 Amperestunden. Und die bringen um die 48 Volt heraus und betreiben über den REMF hier vorne vier solche flachen LED-Streifen, die alle in Reihe geschalten sind. Ne? So ein LED-Streifen, ich glaube, die waren mit 12 Volt und 1 Ampere ausgewiesen, wenn ich mich nicht irre. Oder lass es 400 Milliampere sein. Jedenfalls machen die urigst hell und waren für 12 Volt einer. Vier Stück davon in Reihe sind wir bei 48 Volt. Ja, und mit dem REMF kann man die auch schön ansteuern. So, jetzt ist natürlich noch nicht viel los, weil es hier also erstens noch hell ist. Und zweitens, dass Potti auch noch nicht ganz vorgeschoben ist. So, gehen wir mal hier ein bisschen ins Dunkle. Und wir schieben mal das Potti. Ja. Ich würde sagen, das für die erste Helligkeitsstufe. Und so wäre es dann richtig hell. Richtig, richtig hell. Ja. Also, ich habe keine Ahnung, wie viel Lumen das jetzt sind. Aber so zum Filmen in der Dunkelheit reicht das auf alle Fälle aus. Die Daten jetzt hiervon. Man braucht ungefähr, hier ist das Ladegerät dafür, man braucht ungefähr 4 Stunden, dass der Akku voll ist. Und wenn er dann voll ist, kann man ihn 6 bis 8 Stunden mit, also nicht voller Leuchtstärke, mit der Leuchtstärke laufen lassen. Das wäre dann volle Leuchtstärke. Aber mit dem Klacks bisschen weiter unten drunter, so hier ungefähr, geht's 6 bis 8 Stunden. Und da würde ich sagen, in 6 bis 8 Stunden kann man einen Haufen Fotos draußen in der Natur schießen und einen Haufen Filmmaterial zusammenstellen. Das Ladegerät ist so aufgebaut, dass 6 LED-Treiber, also von diesen 12 Volt LEDs, wo immer also zwischen 3 und 4 LEDs mit drin sind, die haben so eine kleine Platine, so einen kleinen Trafo drauf. Ach, am besten ich zeig's euch. Solche Lampen waren das ursprünglich gewesen, wo die Netzteile drin sind, ja, für 220 Volt und wie gesagt, zwischen 3 und 4 LEDs sollten die hier vorne drin haben. Das ist ja so eine Version mit 4 LEDs. Und wenn man die aufschraubt, ist dann hier so ein kleines Netzteil drin. Ne, kommt hier 220 Volt ran. Hier kommen ungefähr 12 Volt raus. Davon habe ich 6 Stück genommen. 6 Stück hier drin. Also am Eingang parallel genommen, ne, ist klar, aber am Ausgang alle in Reihe geschalten, sodass ich hier auf theoretisch 60, 70 Volt Leerlaufspannung komme. Durch den REMF aber. Habe ich hier Strom? Hier habe ich gar keinen Strom. Jawohl, jetzt macht er seine Sache. Eigentlich dürfte er nur bis 72 Volt hochkommen, normalerweise. Die sind jetzt noch nicht ganz leer, die Akkus. Also zur Demonstration habe ich es jetzt halt mal rangehangen. Er bringt um die 200 Milliampere, pumpt er hier rein, habe ich gemessen. Ist fast ein bisschen zu viel für die 1,7 Amperestunden. Also mit 2 Amperestunden Batterien wäre ich hier wohl besser gewesen. Aber na gut, wir hatten halt erstmal nichts anderes gehabt. Funktioniert trotzdem, deshalb ist die Ladezeit auch nur 4 Stunden. Also nach 4 Stunden kann man den getrost abnehmen und die Akkus sind voll genug, dass er, wie gesagt, 6 bis 8 Stunden
mit der ausreichenden Helligkeit leuchten kann. Ja, hier ist am Anfang so, dass er ziemlich hoch geht, aber so nach 10, 20 Minuten müsste es dann sich langsam wieder nach unten einpendeln, so auf 70 Volt ungefähr. Und da bleibt es dann auch die nächsten 4 Stunden, aber die Akkus werden voller und voller. So, jetzt ist es soweit, wie ich vorhin sagte, runtergefallen auf 68,8. Ja, jetzt werden sie auch lauwarm. Also noch nicht heiß und lauwarm ist ja, wenn die Angaben stimmen, dann das Zeichen, dass dann auch Ladung aufgenommen werden kann. Ja, theoretisch, wenn sie alle bei 1,7 Volt wären, wären es hier, glaube ich, bei 72. Bis 72 müsste ich es abwarten, aber die haben ja auch schon einige Jährchen hinter sich und da will ich sie mal nicht ganz so überstrapazieren. Also kann man hier mal wieder ausschalten. Aha, und jetzt hat es den Schalter, nee, den hat es doch nicht erwischt, aber hier sind die kleinen Schalter. 220 Volt mitschalten, obwohl es drauf steht, sind mir schon mehrere in den Arsch gegangen. Gut, darum geht es aber gar nicht. Wir wollen die jetzt mal testen, wie sie richtig funktioniert. So, dann gehen wir mal dahin, wo es richtig dunkel ist. So, das ist jetzt praktisch der ewige Modus. Ja, also damit kann man jetzt wirklich ewig leuchten lassen. Klar, was heißt ewig, aber einen Tag durchgängig bestimmt auf alle Fälle. Mit der Leuchtstärke, aber das ist ja noch nicht alles, was wir haben wollen. Aber fürs Richtige müssen wir mal das Fenster aufmachen, dass wir draußen ein bisschen Platz haben zum Gucken. Okay, so, mal gucken, wie weit wir gucken können. Wo das hier ist, ja. So, jetzt wird es eingeschalten. Alles klar. Ja. Ja, das ist eine Taschenlampe, ha? Das geht. Okay. Das war es jetzt erstmal von hier. Die Lichtbringer-Aktion für dieses Jahr zumindest, für den Lichtbringer-Tag, ist soweit wieder erledigt. Und ansonsten wünsche ich euch was und bis später. Das wäre nur der Plan für den LED-Treiber dafür. Also ein ziemlich großen, also ungefähr so groß wie ein 5-Mark-Stück oder 2-Euro-Stück, ne? Ungefähr so vom Außendurchmesser, ziemlich dünn. Und darauf habe ich um die 32 Windungen gebracht mit 0,15er Draht als Trigger und 0,30er als Power. Der Trigger geht hier auf eine 4007er Diode, hier 4 normale blaue LEDs in Reihe. Ich habe bei mir so eine LED, da sind 4 LEDs in einer drin. Es müsste normalerweise auch mit 4 gehen. Wenn es nicht geht, probiert es mal mit 3, muss es auf alle Fälle gehen. Aber ich glaube mit 2, das ist ein bisschen zu heftig. Vielleicht geht es auch, aber probiert es mal mit 4 aus. Also bei mir, wie gesagt, da habe ich da 12 Volt gemessen an der Stelle hier, was hier abfällt. Also müssten die 4er auch leuchten können. So, und das reicht dann aus, um... Ne, hier ist euer Transistor, den Transistor zu schalten. Davor habt ihr noch ein 20 Kilo Ohm Potty. Aus Richtigkeitsgründen habe ich bei mir nochmal meinen Wert hingeschrieben. Ich habe ein 100K Potty eingebaut, aber wie gesagt, die untersten 2/3, die kannst du echt vergessen, da tut sich gar nichts. Also kann man da gut einen 20 Kilo Ohm Potty dafür nehmen. Hier nochmal ein 100 Ohm Vorwiderstand, so zur Sicherheit sozusagen, falls es voll auftritt, das Potty, wenn es dann richtig extrem hell ist hier. Und hier auch richtig Milliampere im 100er Bereich hier durchgehen. Der Transistor, das ist so ein schnell schaltender 1500 Volt, ich glaube nur 1 Ampere oder so schafft er. Der wird in Fernseher, glaube ich, Applikationen eingesetzt. Heißt 2SD, das ist ein D, ne? 2SD 1878. Geht ganz gut, das Teil, für solche LED-Ansteuerungen. Ne? Macht auch schöne Hochfrequenz mit und alles. Ja, dann hier unten normale ReMF. Diodenanordnung, hier habt ihr eure 42 Zellen in Reihe, kommt ungefähr mit 48 Volt hier rauf und dann geht's auf eure LEDs. Ja, das sind immer solche 12 Volt, ich glaube als Kopf-LEDs wurden die verkauft, mit 10 Watt wurden die ausgewiesen. Also ich glaube, können sie ungefähr 1 Ampere ungefähr oder 800 mA schon ziehen, müssen sie bei uns aber bei weitem nicht, uns reicht auch schon eine geringere Stromaufnahme, um die ordentlich hell zu bekommen. Aber trotzdem auf dem Kühlkörper. Ne? Sie werden trotzdem noch, was heißt ordentlich warm. Ne? Also hier, da ist ja jetzt so ein Mini-Kühlkörper. Und bei der Leuchtstärke jetzt, oh, okay. Ah, jetzt habe ich ja voll aufgerissen, genau. Das ist jetzt voll aufgerissen.
Das wäre jetzt, ja, ja, fürs Video habe ich es jetzt mal richtig schön angemacht, ne? Vorher geladen. Also da kann ich jetzt nicht mehr rangreifen hier an den Kühlkörper, da wird wirklich extrem heiß. Erst habe ich es ein bisschen runtergedreht und wenn es dann so im Normalbetrieb ist, wird es ungefähr so handwarm. Ne? Aber trotzdem schon besser für die LEDs, dass sie länger leben. Ja, das ist der Schaltplan für den Treiber. Und jetzt mal fix noch fürs Ladegerät. Da habt ihr hier als Quelle praktisch, das sind eure kleinen Schaltnetzteile aus diesen LED-Spotlampen. 6 Stück, davon am Eingang alle parallel und am Ausgang alle in Reihe. So habe ich das hier gemeint, wie ich das vorhin gesagt habe. Hier ein Elko, da habe ich mich vorhin vermalt, deshalb ignoriert man hier die Striche vom Elko. Jedenfalls hier unten ist Plus, da oben ist Minus. Dann geht es auch auf eure REMF-Schaltung drauf. Hier einen Transistor nehmen, der mindestens 100 Volt kann. Und ein Ampere wäre schon nicht schlecht, ich habe mindestens 300 mA hingeschrieben, aber mit einem Ampere-Seil auf der sicheren Seite. So ein Tipp 41C geht das. Ne? Ich bin mir nicht sicher, was ich bei meinem Ladegerät eingebaut habe. Muss ich erstmal leider sagen, ich dachte, das war sowas Ähnliches gewesen. Naja, müsste auch mit anderen funktionieren. So, dann wieder 100 Ohm Widerstand, 2 LEDs in Reihe. Immer hier auf die Polaritäten achten, je nachdem, ob er NPN... Ne, das sind ja nur NPN. Ja, das sind nur NPN. Genau, also hier ist es gleich. Wenn das dann mit PNP macht, ist es andersrum, ist klar. Der Joule-Tief hier ist ein länglicher Ferrit mit 9 Windungen, mit 0,20er und 0,40er Draht. Und am Ausgang bekommt er dann um die 103 Volt und 200 Milliampere raus. Ne? Und den Ausgang dann einfach hier auf eure Zellen knallen und 4 Stunden warten, bis die wieder voll sind. So, dann... Ahoi und bis später.